Ja, Freunde, dann schauen wir mal, was über den Tag so passiert ist hier bei Animal Crossing New Leaf. Mama schickt uns einen Brief. Ja, mit einem kleinen Geschenk. Kennt man auch, ne? Also das meiste sollte bekannt sein, wenn man das Wild World Projekt gesehen hat. Wir sollen heute zu Melinda gehen. Oh, ein Designerregal. Aber zuerst schauen wir unser schönes neues Haus mal an. Das ist fertiggestellt, ist sicher gemütlich. Gemütlicher als das Zelt. Und ja. Entschuldige die Störung, Bürgermeister Black. Oh, Melinda kommt zu uns, wir müssen nicht mal zu ihr. Wie ich sehe, ist dein Haus fertig. Gratuliere. Der Holzgeruch in einem neuen Haus ist einfach herrlich, nicht wahr? Und zur Feier des Tages habe ich dir eine Tapete mitgebracht. Hier, bitte. Die Pfötchen-Tapete, die ich gegeben habe, ist jetzt in deinem Inventar. Wähle sie aus und wähle dann an die Wand, um deine aktuelle Tapete durch sie zu ersetzen. Probier es einfach mal aus. Ich hoffe, das Muster gefällt dir. Genau so kannst du auch deinen Teppich austauschen, wenn du ihm Inventar auf den Boden ausfällst. Ich hoffe, es macht dir Spaß, ein wenig mit verschiedenen Designs herum zu experimentieren. Oh je, fest hatte ich es vergessen, dir etwas Wichtiges zu sagen. In deinem Haus kannst du Steuerkreuz verwenden, um die Kamera zu verändern. Ja. Genau, das ist nämlich auch was Neues, glaube ich zumindest, dass das noch nicht gab. Und es gibt einen Lichtschalter. Und da diese Episode sich gerade so anbietet, seht ihr jetzt den unteren Screen. Ja, hier sieht man das jetzt mit dem Schalter. Einer hat halt gefragt, ob ich mal die Karte zeigen kann. Und das werde ich dann in diesem Part tun. So kann man das Licht an- und ausmachen und mit der Kamera halt rumspielen. Ich glaube, das ging aber früher auch schon. Bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher. So, hier ist das Designerregal. Das ist größer als gedacht. Dann kommt das Buch mal weg. Und dann legen wir es mal hier hin. Ja, sieht doch schön aus. Und da kann man eigentlich auch Sachen draufstellen. Also werde ich die Lampe und das Tutorialbuch oder die Bedienungsanleitung da drauflegen. Das ist alles viel freundlicher und aufgeräumter. Ach so, die Zauberlampe geht da nicht drauf. Okay, dann halt nicht. So, wie sieht denn die Pfötchen-Tapete aus? Ja, ganz knuffig. Ja, die behalten wir mal. So, ich will heute aber auch noch zu Tina und Sina. Das Rathaus hat rund um die Uhr geöffnet, das ist nicht das Problem, aber Tina und Sina, die schließen auch irgendwann. Und wenn ihr euch fragt, warum manchmal der Part kommt, die Zeit aber nicht stimmt, das liegt, ja, ich habe ihn gerochen, das liegt daran, dass mein 3DS noch immer die Sommerzeit in sich hat. Na, also, das ist das ganze Mysterium. Boah, und das ist richtig nervig, wenn man nur eine Brücke in der Stadt hat. Naja. Heute auf dem Programm steht halt noch schnell mit Tina und Sina reden, ein bisschen shoppen gehen und danach auch schon wieder an die Arbeit als Bürgermeister. Denn da sind wir immer noch nicht ganz durch und ich will das aber in der ersten Woche geregelt haben. Nicht, dass das irgendwie sich jetzt schleppen wird. So, wir haben hier ein Bett und eine Schulbank. Ja, wir haben aber kein Geld, deshalb bringt es nichts, irgendwas zu kaufen. Unseren hässlichen Pulli werden wir vermutlich heute wieder nicht los. Hey du. Kann doch nicht sein. Außer wir finden jetzt hier was wirklich, wirklich Schönes, dann werde ich dafür natürlich, ja, rennen. Damit wir das Geld zusammen haben. Wir haben heute ein Goldstück gefunden. Das ist schon richtig heftig. Aber ich sehe schon, es gibt nur T-Shirts. Ja.
Dann bringt uns das... Ja, wir könnten dieses Hemd als Design holen, aber das sieht dann auch irgendwie kalt aus. Also unser gestrickter Pulli hier von Oma ist dann immer noch das Beste. Warum sich so beschweren drüber, ne? Bringt ja nix. So, ansonsten ist hier nichts Neues. Nook hat schon zu. Der macht um 8 pünktlich die Türen dicht. Ja, dann gehen wir jetzt zu Melinda. Also heute ein bisschen chilliger. Hab jetzt nichts wirklich vor. Es gab jetzt sehr viele Nachtparts. Morgen werde ich vermutlich einen Tagespart machen und über die nächste Woche auch. So, dann setzen wir uns mal auf den Stuhl. Hallo Bürgermeister Black, du willst sicher deine Genehmigung für die Gestaltung der Stadt auf den Weg bringen. Also gut, dann erkläre ich dir die nötigen Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass du in dieser Stadt ein Haus besitzt. Da du schon ein Haus besitzt, ist diese Bedingung also schon mal erfüllt. Die zweite Voraussetzung ist, dass du die Sympathien der Einwohner für dich gewinnst. Um deine Beliebtheit einzuschätzen, befrage ich regelmäßig die Bürger nach ihrer Meinung zu dir. Die beste Möglichkeit, sich beliebt zu machen, ist, in die Stadt und das Leben der Einwohner zu verbessern. Deine Beliebtheit liegt im Moment bei 12%. Das nennt man übrigens offiziell die Zustimmungsrate. Nach den Vorschriften brauchst du eine Zustimmungsrate von 100%. Das sollte also nur unser Ziel sein. Sprich mit mich vom Bürgermeisterstuhl aus an, wenn du dich nach deiner Zustimmungsrate erkundigen willst. Ich kann dir auch Ratschläge geben, wie du die Zustimmungsrate erhöhen kannst. Das wäre dann alles. Viel Glück, Bürgermeister Black. Ja, wie erhöht man sie ja, indem man Blumen pflanzt, die Stadt sauber hält und mit den Einwohnern halt redet und ihre Aufgaben erfüllt. Das wird halt jetzt in den nächsten Tagen unsere Pflicht. Und das bietet sich doch am besten am Tag an. Wisst ihr, was ich wirklich schade finde? Dass wir keine Katzen in unserer Stadt haben. Mann, wir haben zwar Pinguine, das ist schon cool. Aber ansonsten haben wir wirklich Bewohner, die ich gar nicht mag. Ich hätte so lieber Katzen. Hunde gehen auch noch. Und auch noch andere Tiere. Also ich sage jetzt nicht, dass Nashörner langweilig sind, aber dennoch, es gibt bessere Bewohner. So, zum Beispiel Unkraut, das muss weg. Das muss weg. Oh, Rainer ist auch schon da, aber um den kümmern wir uns diesmal überhaupt nicht. Der nervt nur rum. Hier, kaputte Blumen und, oh, wie ich sehe, hat der gute Pingu hier, der Cube, ein Problem. Ich bin Cube, Dude. Darf ich dich auch einfach Black nennen? Ja, klar. Herr Bürgermeister klingt ein bisschen so, als hätte ich was aufgefressen. Außerdem siehst du ganz freundlich und locker aus. Du gehst doch bestimmt mal mit mir Mohnkuchen essen, ja? Das wäre klasse. Ja, klar machen wir das. Hallo Black, was ist denn? Rede mit mir. Ein Bürgermeister sollte viel mit seinen Untertanen reden. Wir quasseln alle gerne, also nur zu. Dabei kriegst du bestimmt auch ein paar gute Tipps für das Leben in Starpolis. Wir freuen uns übrigens schon alle schon darauf, dass du Starpolis zu einer noch tolleren Stadt machst. Wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, kannst du auch zu Melinda ins Rathaus gehen. Sie kann dir jede Menge Tipps geben. Jo, das stimmt. So, an Bäumen haben wir auch noch nicht gerüttelt. Und einen Schneemann baue ich auch, ja, zur entsprechenden Zeit. Pass auf, irgendwann ist der Schnee weg und dann kein Schneemann. Ja, doch. Werden das schon hinkriegen. Ja, natürlich wieder gemütliche Musik, jetzt bei Nacht. Ja, momentan ist halt die Einkaufsmeile nur ein bisschen langweilig, da muss halt noch ein bisschen was her. Im Laufe des Monats werden wir da sicher noch ein paar Fortschritte machen. Hier gibt es sogar noch ein Fossil und ein weiterer Pinguin. Das ist aber nicht der Roland, oder? Doch!
Oh, wie geil! Ich habe euch das, glaube ich, schon mal gesagt, aber Roland hatte ich in meiner allerersten Stadt, bei meinem allerersten Animal Crossing und das war ein guter Freund von mir. Hey ho, Herr Bürgermeister, ich bin Roland. Ich bin ein Sportass aus Leidenschaft und er ist noch immer sportlich, nice. Bürgermeister, brauche eine starke Ausdauer, du solltest viel trainieren, Kumpel, sagt er. Jo, Roland und, ja gut, die Pinguine sind dann doch richtig Hype. Die mag ich sehr. Cool. So, ist das hier der Geldstein? Schauen wir mal. Ach Gott, ich grab hier. Verdammte Mist. Ich grab doch hier die Gier. So. Da tun ein Loch hin. Ach, das ist falsch. Und da ist ein Käfer. Den ich nicht gekriegt habe. So, jetzt habe ich ihn. Was haben wir denn da? Eine Kugelassel. Ja. Wenn wir alles ins Museum, denn wir wollen das Museum auch ausbauen. Zweites Stock und so, ne? Muss her. Ja, und dann sagen wir gelegentlich auch den Bürgern Hallo. Aber jetzt nicht. Jetzt doch nicht. Ich will mein Geld von den Steinen. So. Na, schade. Nichts drin. Und hier? Dann können wir auch das Item des Tages suchen. Ja, das ist ganz chillig. Und ja, Leute, behaltet den Blick, ne, die Karte. Teppiche sind gerade in. Und da fährt ein Zug. Ja. Der ist auch geil. Der macht nämlich an der Kreuzung, wo die Einkaufsmeile startet, gehen die Barrieren runter, wenn der Zug kommt. Das ist ein cooles Detail. Ich kann euch aber nicht sagen, wie oft und wann genau der Zug kommt. Aber wir haben diesmal einen guten Fang gemacht, was das Geld angeht. Ey, das ist mein Geld. Weg, weg, weg. Das ist mein Geld. Geh weg. Das gehört mir. Mir ganz allein. Ich bin Bürgermeister. Ich darf das. So. Dann machen wir das hier schön in den Geldbeutel. So. Und dieses Geld kommt auch. So, ich werde auch noch an den Strand laufen, aber da waren wir nämlich noch gar nicht. Aber ich bezweifle, dass wir da jemand vorfinden. Eine ganz bestimmte Person. Die, glaube ich, in Wild World gar nicht aufgetreten ist. Weil sie da halt im Weltall wohnt, lebt, fliegt. Rede ist vom Gulliver. Ja, der kann gelegentlich hier am Strand rum Luman und hat dann diverse Easter Eggs als Texte dabei. Dass er halt in Unruhstadt war, aus Majora's Mask oder in Rohlingen aus Paper Mario. Und ich glaube, es gibt noch eine Stadt, in der er sein konnte. Aber ich weiß jetzt nicht mehr welche. Ja. Ne, hier ist noch nichts los. Das kommt noch alles mit der Zeit. Gibt halt diverse Pflichten, die man erfüllen muss, damit man halt diverse Sachen freischaltet in diesem Animal Crossing. Und die meiste Pflicht, die man hat, ist halt die Tage zu verbringen. Also so nach 10 Tagen passiert endlich mal was. Deshalb müssen wir einfach warten und uns ein bisschen damit gedulden. Hier Geld zu sammeln. So, ich habe einen Catch, aber noch keine Angel und die Angel ist im Angebot. Nun würde ich sagen, heute holen wir uns auch die Angel. Und dann gehen wir halt auch schon ein paar Fische fangen. Können wir einen Fischertag machen. Ach ja, und ihr wolltet auch unbedingt, dass ich einen Glückskeks kaufe. Kann ich ja auch mal gerade ausholen. Was ist ein Glückskeks? Nun ja,
In der Realität, nein, ich brauche auch keine Erklärung. In der Realität ist es halt ein chinesischer Keks, eine chinesische Tradition. Wenn man den Keks bricht, ist da ein Zettel drin. Meistens ist es Werbung. Aber traditionell sollte da halt immer eine Weisheit drin stehen. Hier ist es so. Ach ja, richtig. Mist. Das kann ich gar nicht erfüllen. Und wisst ihr warum? Weil ich mich eigentlich mit diesem 3DS nicht bewege, mit dem Aufnahme 3DS. Nur ja. Dann nehme ich den mal gelegentlich mit und farme ein paar Münzen. Jedenfalls befindet sich da halt ein Ticket drin. Das ist so eine Art Lotterie. Und dann kann man diverse Nintendo-Items kriegen. Also, da ist von allem dabei. Von The Legend of Zelda, dann Metroid, Mario. Es sind Möbelstücke, Kleidungsstücke, alles. Ach ja! Und was ich auch noch nicht gezeigt habe, ist, dass auf dem Bürgerpass die Aufgabe des Tages steht. Ja, den können wir auch noch ausfüllen. Füge einen Kommentar, ein Foto da hinzu. Wo ist denn diese Aufgabe des Tages? Hier kannst du dir einen Überblick über Initiativen verschaffen. Berühre eine Initiative. Keine Zeitbegrenzung. Was? Initiative Plauderei. Tratsch du gut, plaudere mit 5 Bewohnern von Starpolis und erhalte Camping-Coupons. 2x. Ach so. Okay, das ist die Aufgabe des Tages. Ich würde sagen, die in jedem Part erfüllen wir so eine Aufgabe. Und dann plaudern wir jetzt mal mit 5 Leute. Die Frage ist, zählt das jetzt schon, was ich getan habe? Ja, dann laber ich jetzt auch mal mit dir. Ist nicht so wichtig, was er redet. Hauptsache, ja, es wird was gelabert. Dann zeig mir mal. Ist der Counter jetzt... Ach, jetzt habe ich es erfüllt. Super. Glückwunsch, du hast die Bedingung der Initiative-Plauderei erfüllt. Du kannst nun am Terminal von Rathaus deine Coupons abholen. Ach, so geht das. Ach, und da ist dann die nächste Aufgabe. Erstes Ticket. Hol dir dein erstes Ticket am Terminal ab. Oh, okay. Aha, interessant. So bekommt man halt die Coupons. Schön. Willkommen. Dies ist das Coupon-Terminal. Coupons abholen. Initiative abgeschlossen, kriege ich 2 Coupons und die nächste Aufgabe habe ich dann doch auch erfüllt, oder nicht? Ja, habe ich auch. Dann kann ich jetzt... Initiative sauberes Wasser. Bis Montag früh, also eine ganze Woche Zeit. Für klare Gewässer Camping-Coupons erhält jeder, der einmal Müll aus dem See... Ach, wir müssen Müll fischen, okay. Designe wie ein Profi. Erstelle ein Profi-Design und erhalte Camping-Coupons. Okay, das sind dann Aufgaben, die wir jetzt über die Woche tun können. Ja, das ist cool. So hat man wenigstens, wenn einem, wie gesagt, wenn einem langweilig ist, hat man jetzt sehr viel zu tun in Animal Crossing. New Leaf. Welcome Amiibo, sozusagen, ja, mit dem Update. Ja, dann schauen wir mal jetzt mal, ob wir... Denn was Schönes beim Camping-Dude Harvey kriegen. Bin ich jetzt gespannt. Und ist ein neuer Wohnwagen da? Nee, scheint nur immer Blanka zu sein, oder? Nee, diesmal ist es ein der Gernot. Und er hat eine coole Camping-Einrichtung. Gefällt mir. Warte, war der nicht Koch in Let's Go to the City? Oder in... wie heißt das? Das Hausdesigner-Amiibo-Gedöns. Und Fahrrad und so eine Tafel. Die Tafel interessiert mich. Wie viel kostet die dann? 5 Coupons. Ich würde sagen, die kaufen wir uns. Ja, und dann
gehen wir nochmal zu unserem Haus und sind für heute durch. Meine Freunde, das war Animal Crossing New Leaf für heute. Ich hänge jetzt noch schön den Anhang an die Wand. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Wir haben ja jetzt Aufgaben, was richtig geil ist. Und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Es ist halt das altbekannte Animal Crossing im neuen Glanz. So, normalerweise dürfte ich das jetzt an die Wand hängen können. Genau, super. Und jetzt würde ich die Couch noch ganz gerne... Ja, der Couch, jetzt ist es schon ein bisschen eng hier. Ich möchte... Wie mache ich das denn? So, du kommst hier hin. Und die Couch, die kommt dahin. Oder das Sofa. Ja, ist doch schön so. Bis demnächst und tschüss.